Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute bauen wir unser Restaurant weiter und das heutige Ziel ist es, das Dach fertig zu machen. Und ob wir das auf jeden Fall schaffen werden, das seht ihr gleich nach dem Intro. Und ich hätte gesagt, Intro ab! So Leute, wir haben momentan Tag 16 in diesem Spiel und tja Leute, ich habe auch ein bisschen privat gespielt, deswegen haben wir jetzt auch 1520 Dollar und ich glaube, mit diesem Geld schaffen wir es auf jeden Fall, das Dach heute fertig zu machen. Ich hätte auch gleich gesagt, wir fangen damit an und zwar gehen wir hier auf Bauen und dann auf Dächer und dann können wir das hier auswählen, perfekt, und jetzt können wir es hier oben auch bauen. So Leute, jetzt sind wir auf jeden Fall fertig. Das ganze Dach ist gedeckt und wir haben sogar noch 620 Dollar übrig. Das ist auf jeden Fall richtig krass. Damit können wir uns auf jeden Fall jetzt ein paar Möbel oder sowas kaufen und können hier das Restaurant auf jeden Fall ein bisschen ausbauen. Ich hätte vielleicht auch Lust, dass wir heute vielleicht schon so ein Bild hier hinhängen. Das wäre auf jeden Fall auch nicht schlecht, dass wir halt hier so Action-Wolf-Bude vorne an unserem Restaurant stehen haben. Mal schauen, ob wir das heute auf jeden Fall auch noch machen. Aber jetzt gehen wir erstmal shoppen oder eher gesagt, wir bauen. So, und hier auch ein Stuhl hin, dann da ein Stuhl hin und hier ein Stuhl hin. Perfekt. Ich hätte vielleicht auch gesagt, dass wir das Ganze vielleicht noch ein bisschen mehr aufteilen, dass wir halt da drüben drei Zweiersitzer hinbekommen und hier auch drei Stück. Wir haben ja dann mehr Sitzmöglichkeiten und dadurch dann auch mehr Gewinn. Ich tue aber erstmal das Restaurant schließen. Ich muss kurz schauen, wo man das machen kann. So, geschlossen. Perfekt. Und leeren, weil ich muss nämlich jetzt die Stühle hier versetzen. Und das kann ich leider bloß, wenn das Restaurant geschlossen ist. So, ich hätte gesagt, wir tun die einfach eins nach vorne hier versetzen. So und so. Ist es gut eigentlich? Ich weiß es gerade gar nicht. Wollen wir das so hier hinbauen? Ja, ich glaube schon, das ist gut. Dann hier den Tisch können wir hier gleich verwenden. Tische brauchen wir auf jeden Fall auch noch. So, hier. Ich glaube, das ist alles eine gute Idee. Das hier muss alles ein Stück nach hinten. So, das hier auch. Und jetzt brauchen wir noch ein paar Stühle. Einmal hier und einmal hier. Und da auch. Perfekt. Und ich sag mal so, Leute, jetzt sieht das Ganze schon irgendwie richtig, richtig cool aus. Wir haben hier so einen Eingang und hier ist auf jeden Fall die Küche und hier kann man sich hinsetzen. Wir machen das Ganze eh noch schön, aber dass wir es halt erstmal so halbwegs haben. Ich kann das Ganze jetzt auf jeden Fall auch wieder öffnen, das Restaurant. Öffnen und jetzt haben wir wieder ganz viele Gäste. Und von außen sehen wir jetzt so aus. Das ist auf jeden Fall auch richtig cool. Also ich muss schon sagen, wir haben schon ganz schön was gemacht und im Vergleich zum Anfang ist es schon ganz schön stabil. Ich hätte auch gleich mal gesagt, dass wir nach einem Schild schauen. Wo kann ich denn das nachschauen? Bei Dekoration wahrscheinlich. Schilder. Hier. Langes, modernes Schild. Dann haben wir das Schild. Ich weiß gar nicht, Leute. Welches wollen wir denn nehmen? Wir können so ein normales Schild nehmen, oder? Oder wir nehmen das hier. Das hier sieht, glaube ich, auch nicht mal so schlecht aus. Das sieht eigentlich cool aus. Ja, wir nehmen das hier. Willkommen to Action Wolf's Bude. Das sieht einfach sowas von geil aus. Also ich feiere das. Mega eigentlich. Wirklich sehr, sehr cool. Vielleicht noch ein bisschen weiter nach unten. So, ja, ich glaube, jetzt ist perfekt. Einfach cool. Wenn ich so überlege, was wirklich halt davor da stand, also da ist ein Riesenunterschied. Jetzt ist hier schon ganz schön voll. Da sitzen schon ganz schön viele. Hier drüben auch. Da kann man sich noch hinsetzen. Der Koch ist bei 91% Zufriedenheit. Das ist auf jeden Fall gut. Und der Kellner bei 100%. Das ist auch sehr, sehr gut. Man muss immer achten, dass die Köche richtig zufrieden sind und die Kellner auch, weil sonst ist es nicht so gut. Ich glaube, die können dann sogar kündigen. Also deswegen, wir müssen aufpassen. Ich habe auf jeden Fall auch noch vor, dass wir hier so Vierersitzer hinmachen. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir das am besten machen. Aber ja, ich glaube, das kriegen wir auch irgendwie hin. Ich hätte auch gesagt, wir können auch gleich noch die Fernseher schon hinhängen. Wir können uns wahrscheinlich eh bloß einen Fernseher jetzt erstmal holen, aber das ist egal. Ich hätte gesagt, wir nehmen hier erstmal diesen gebogenen Fernseher für 150. Den können wir jetzt schon mal hier hinhängen. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal einen Fernseher hier hängen. Wir machen hier einfach so eine komplette Front, hätte ich gesagt. Das ist eine gute Idee. Und wir brauchen dann halt noch ein bisschen Deko. Vielleicht so eine Pflanze oder sowas hier irgendwie in die Ecke oder da drüben in die Ecke eine Pflanze. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal schauen. Aber unser Laden läuft auf jeden Fall. Also hier kommen schon ganz schön viele Kunden rein. Muss ich schon sagen. Ich schaue mal, ob wir schon ein paar Pflanzen uns holen können. So, Natur und Pflanzen. Wir könnten uns auf jeden Fall schon mal was holen. Also hier zum Beispiel diesen Kaktus. Oder wir könnten uns das hier holen. Ich bin gerade am Überlegen. Ich hätte gesagt, wir holen uns mal diesen Kaktus hier oder so. Der sieht bestimmt cool aus, wenn der hier steht, oder? Ich weiß es jetzt nicht, aber ich glaube schon. Oder wollen wir uns vielleicht doch was anderes holen? Wir holen uns vielleicht diese Zimmerpflanze, oder? Ich glaube, die sieht besser aus, ja. Wie viel kostet die überhaupt? Ja gut, die kostet auch schon 40 Dollar. Wir machen hier eine hin und dann da drüben auch noch eine. Das ist so kleine Deko.
Deko halt. So, perfekt. Jetzt können wir das zweite uns holen. Hier Deko pflanzen und bauen. Perfekt. Also ich muss schon sagen, es sieht bei uns schon wirklich sehr, sehr gut aus. Also das kann man auch nicht anders sagen, weil ich kenne viele Restaurants, da sieht es halt noch nicht mal so gut aus im echten Leben halt. Und da haben wir schon eigentlich ein richtig schönes Roblox-Restaurant gebaut und ja, es sieht auch wirklich sehr, sehr gut aus. Kann man wirklich nicht sagen. Hey Leute, ich melde mich kurz vom Schnitt. Mir ist aufgefallen, dass die Facecam abgestürzt ist. Deswegen wundert euch nicht, dass sich der Wolf nicht mehr bewegt. Aber sonst passt alles. Ihr könnt das Video jetzt weiterschauen und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. So, hier haben wir auf jeden Fall auch nochmal Geld. Perfekt. Wir müssen erstmal wieder Geld sparen, hätte ich gesagt. Und danach können wir wieder was bauen. Weil wir haben momentan echt sehr, sehr wenig Geld und das ist nicht so gut. Deswegen erstmal sparen und danach können wir wieder Geld ausgeben. Unser Restaurant hat eine Zufriedenheit von 2,3 Sternen. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und unser Wert von unserem Restaurant sind $4.000. Ja, so ein Restaurant, ich sag mal so, wenn wir das am Ende irgendwie auf 100.000 oder so hochbekommen, das wäre schon krass. Mit dem Service sind sie auf jeden Fall mit 2,7 Sternen zufrieden. Das Essen ist mit 1,7 Sternen. Das Design sind 0,9. Beliebtheit ist 0,1. Und Erfahrung ist 3,3. Ja gut, da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen an manchen Sachen arbeiten. Aber ich sag mal so, im Großen und Ganzen passt. Das Geld hier müssen wir auf jeden Fall holen. Perfekt. Und das Essen können wir eigentlich schon ausgeben. Und zwar an Sie hier wahrscheinlich. Nee. An wer bekommt das Essen hier? Du hier. Perfekt. Ich hätte auch gesagt, wir können vielleicht dem Koch hier noch ein bisschen mithelfen beim Kochen. Dass wir es ein bisschen nützlich machen. Dass der nicht alles machen muss. Und das Geld können wir hier auch gleich nehmen. Und zack, wir haben schon wieder $100. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Kann man den Fernseher schon anmachen? Nee, noch nicht. Dein Essen brennt. Oh shit, oh shit. Mein Essen. Ja, schön. Tag 18. Das ist schön, aber mein Essen brennt. Die Bratwurst ist ein bisschen angekokelt. Das gibt einen Preisnachlass. Hier. Das kostet nur die Hälfte, weil es jetzt angebrannt ist. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm. Einfach das Essen angefackelt. Oh, das ist so anders mies. So, die nächsten. Hier, perfekt. Hier drüben. Wir könnten uns halt jetzt schon den zweiten Fernseher holen. Soll ich das machen? Bin gerade im Überlegen. Ja, doch, das könnten wir eigentlich schon machen. Ich hole mal den zweiten Fernseher. Elektronik und Fernseher. Perfekt. So, wir machen halt hier einfach wirklich so eine komplette Front mit lauter Fernsehern. Und das ist, glaube ich, eine gute Lösung. Weil dann kann man nämlich da das Essen so drauf abspielen lassen. Und das ist wirklich schon sehr, sehr cool. Aber als ob, jetzt sehe ich das erst. Ey, schaut euch mal das hier an, Leute. Hier sind einfach diese Zettel von den ganzen Gerichten, was gekocht werden muss. Und der holt sich dann das nächste und dann verschwinden immer diese Zettel. Oh mein Gott, wie geil. Das haben die einfach so realistisch gemacht. Also das feiere ich. Das ist einfach wirklich mega. Ja gut, Leute, ich hätte gesagt, ich beende jetzt auf jeden Fall schon mal die Folge. Wir haben heute auf jeden Fall nur dieses eine Schild hier oben geschafft und wir haben das Dach fertig gemacht und haben zwei Fernseher hingehangen und diese Blumen. Aber ich sag mal so, das ist auf jeden Fall besser als gar nichts. Also ich bin schon sehr, sehr, sehr zufrieden. Und ja, wenn ihr das genauso seht, dann lasst auf jeden Fall gerne einen Like da. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Dann verpasst ihr keine weiteren Teile mehr von ich baue mein eigenes Restaurant. Und dann hätte ich gesagt, Leute, haut rein. Ciao, euer Action Wolf, und wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Ciao.